zu mir. Mein Name ist Merete Peetz. Ich bin gebürtige Berlinerin. Das könnte sein, dass man das ab und zu noch merkt. Lebe schon lange in Greifswald und darf zurzeit an diesem wirklich sehr, sehr wichtigen und spannenden Projekt zu Todesfällen bei Fluchtversuchen über die Ostsee forschen. Und freue mich sehr über die Einladung zu diesem Treffen und möchte mich herzlich auch nochmal bei den Veranstaltern und den Organisatorinnen und vor allem auch bei Frau Dombrowski bedanken, die sich sehr stark darum gekümmert hat, dass ich heute auch hier sein kann. Geplant war dieser Vortrag ja schon letztes Jahr und konnte aus uns allen bekannten Gründen nicht stattfinden. Umso schöner ist es heute, trotz aller Umstände hier sein zu dürfen. Und bevor ich beginne, möchte ich Ihnen kurz meine Gliederung vorstellen. Zu Beginn werde ich Ihnen unser Projekt näher vorstellen. Zunächst gehören dazu unsere Geldgeber und auch das Verbundprojekt, aus dem wir ein Teilprojekt sind. Dann unsere Zielstellung, die Art und Weise, wie wir dieses Ziel erreichen möchten und auch noch unsere mittlerweile schon angelaufene Webpräsenz. Der zweite Block bezieht sich dann genauer auf das Forschungsprojekt, in dem ich mitarbeite. Hier gehe ich ganz kurz auf die Spezifika des Grenzregimes an der Ostsee ein. Ich habe Herrn Dombrowski auch schon gesagt, zu viel historischen Hintergrund muss ich Ihnen wahrscheinlich als doch erfahrenes Publikum nicht geben. Normalerweise haben wir eher so populärwissenschaftliche Vorträge, wo man wirklich sehr viel historische Hintergründe zum DDR-Grenzregime noch aufbauen muss. Genau. Und dazu gehören dann eben auch weiterhin zu unserer Forschung bestimmte Muster bei den Fluchtbewegungen, die wir ausmachen konnten. Und ergänzt wird das dann alles mit dem aktuellen Stand unserer Forschung, indem ich Ihnen noch ein paar Statistiken vorstellen möchte. Zum Abschluss werde ich Ihnen dann ein biografisches Fallbeispiel vorstellen, wie wir es dann eben für diese einzelnen Fälle darstellen möchten. Also starten wir mit dem ersten Block, bei dem ich Ihnen erstmal ein grobes Bild über das derzeitige Bestreben, Wissenslücken zur DDR-Geschichte zu schließen, bieten möchte. Unser Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert, getragen durch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Zeitgleich werden insgesamt 14 Forschungsverbünde mit unterschiedlichen Fragestellungen gefördert. Diese Forschungsverbünde kommen aus den unterschiedlichsten Disziplinen, einerseits aus der Medizin, Psychologie und Psychiatrie, deren Interessenbereiche sind zum Beispiel der Umgang mit Behinderten oder auch Traumatisierungen durch Heimerfahrungen, sexuelle Gewalt, Repressionen oder Gefängnisaufenthalte. Dann gibt es Forschungsverbünde mit Fragen der Umweltpolitik, oder es gibt auch die Kommunikationswissenschaftler, die forschen zum medialen Erbe der DDR. Es gibt Untersuchungen zu Modernisierungsblockaden in Wirtschaft und Wissenschaft durch die Wirtschaftswissenschaftler. Und es gibt auch Bauforschung über den Altstadtzerfall und soziale Neustrukturierungen durch die in der DDR angelegten Neubauten. Unser Verbundprojekt, in dem ich mitarbeite, heißt Grenzregime, tödliche Fluchten und Rechtsbeugungen gegen Ausreisewillige und besteht aus drei miteinander kooperierenden Universitäten. Dazu gehören die Freie Universität Berlin, die Uni Potsdam und die Universität Greifswald. Wir haben zum Thema das Fluchtgeschehen, das bis heute noch nicht so tief erforscht wurde. Die Kollegen der FU Berlin, ja, doch, passt, erforschen unter der Leitung von Jochen Staat die Todesopfer an der verlängerten Mauer. In Potsdam wird durch Professor Manfred Görtemarker die Rechtsbeugung gegen Ausreisewillige untersucht. Ihm geht es hier vor allem um die Mitwirkung des Justizministeriums der DDR und der Eindämmung von Ausreisebegehren. Und als drittes dann mein Teilprojekt in Greifswald. Wir erforschen die Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee. Uns geht es um das Auffinden derjenigen Personen, die bei Fluchtversuchen über die Ostsee ums Leben kamen und der Rekonstruktion des Fluchtweges sowie der Lebensgeschichte dieser Menschen. Ziel unseres Teilprojektes und dem der Freien Universität Berlin ist es, biografische Andenken zu verfassen für jeden einzelnen Toten und jede einzelne Tote. Nachgelesen werden können diese Biografien dann zum einen auf der Webseite www.eisernervorhang.de und zum anderen in einem gedruckten biografischen Handbuch, welches hoffentlich am Ende der Projektlaufzeit im Oktober 2022 vorliegen wird. Wir können uns dankenswerterweise auch auf Vorarbeiten von anderen Forscherinnen oder Privatinitiativen oder Journalistinnen stützen, die schon sehr umfangreich in den 1990er Jahren zum Phänomen Ostseeflucht recherchiert und publiziert haben und die sich uns gegenüber zum Teil sehr kooperativ verhalten. Da hätten wir einerseits das damals noch Ehepaar Bodo Müller und Christine Vogtmüller, die haben zusammen Anfang der 1990er Jahre das Buch Über die Ostsee in die Freiheit geschrieben, wo sehr viele
Fluchtgeschichten über die Ostsee dargestellt werden, vorwiegend auch diejenigen, die geglückt sind oder die, die insofern nicht geglückt sind, dass die Personen verhaftet wurden. Dann hat Frau Vogt-Müller den Ball aufgenommen und auch noch ein weiteres Buch veröffentlicht mit dem Titel Hinter dem Horizont liegt die Freiheit und hat weitere Fluchtfälle mit aufgenommen, die im ersten Buch noch nicht bekannt waren. Wir können uns stützen auf die Vorarbeiten von Dr. Volker Höffer, der ist der Leiter der BSTU in Rostock, des Standortes Rostock, und der hat die Ausstellung über die Ostsee in die Freiheit mit kuratiert. Und wir können uns stützen auf das Buch von Dr. Anita Kretzner-Ebert, das da heißt, ne? Verraten, verhaftet, vermisst, das Schicksal der Rostocker Studenten Lilly und Peter Kruner nach dem Mauerbau. Und vor uns arbeitete, oder vor uns hat auch schon Jesper Clemmensen herausgegeben, das dänische Buch Flugroute Österschön und auch einen Film zum tragischen Schicksal der Familie Sender herausgegeben. Mittlerweile gibt es von Jesper Clemmensen einen weiteren Dokumentationsfilm, der kürzlich im MDR ausgestrahlt wurde, mit dem Titel Wir Kinder der Mauer, Tod in der Ostsee. Und da arbeitet er die Geschichte der Familie Balzer auf. Diese Vorarbeiten geben uns eine gute Richtung vor, aber wir nutzen für unser Vorhaben nun auch die uns als beauftragte Wissenschaftler gegebenen Möglichkeiten und haben die Methode entsprechend erweitern können. Was unsere Methode betrifft, stützen wir uns auf folgende Quellen, die wir soweit möglich oder nötig systematisch untersuchen. Da wäre als zentralste die Archivrecherche zu nennen, ganz vorne mit dabei natürlich das Stasi-Unterlagenarchiv, das seit kurzem Teil unserer zweiten großen Quelle, dem Bundesarchiv, ist. Hier wissen wir zu namentlich bekannten Fällen die Vorgangsakten seitens des MFS, die uns immer wieder weiterhelfen. Hinzu kommen die Landesarchive von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie die küstennahen Kreisarchive sowie die Stadtarchive. Sehr wichtig sind hier die noch erhaltenen Polizeiakten des Bezirks Rostock. Hier konnten wir Leichenfunde, gemeldete Fluchtspuren oder Basislager und auch Vermisstenmeldungen extrahieren, die uns immer wieder wichtige Puzzleteile in der Rekonstruktion einzelner Fälle sind. Zum Beispiel bei den vermissten Fällen einfach als aktives Beispiel, woran ich gerade sitze. Wir haben sehr, sehr viele Vermisstenmeldungen und Fluchtmeldungen über die Ostsee, wo uns immer noch nicht klar ist, inwieweit dieses Schicksal, wie dieses Schicksal ausgegangen ist. Wir wissen nicht, ob diese Personen es geschafft haben, ob diese Personen es nicht geschafft haben, weil sie tödlich verunglückt sind, oder ob sie es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben, weil sie dann doch festgenommen wurden. Da erstellen wir zurzeit eine Liste, wo wir ich habe gerade eine Machbarkeitsanfrage beim BAMF, ne, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, denn beim BAMF werden immer noch die alten Akten und die Personenregistratur der Bundesnotaufnahmelager Gießen und Marienfelde aufbewahrt. Sprich, wenn ich dort wenigstens gegengleichen könnte, dass die Personen aus meiner Liste dort aufgenommen sind, dann kann ich wenigstens sagen, die haben es geschafft, das ist super. Bei den anderen muss ich genau andersrum arbeiten. Ne? Da muss ich dann eben gucken, dass ich irgendwie Personengefangenenakten finden kann oder eben alte Registraturen, alte Gefängnisse, um zu schauen, ob die es in dieser Art und Weise vielleicht manchmal geschafft haben. Es findet sich tatsächlich nicht alles immer bei der Stasi, einfach aufgrund der Tatsache, dass nicht alles erschlossen ist, leider. Aber ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues. Genau. So viel zu den vermissten Fällen und dem kleinen Exkurs meines gerade ganz aktuellen Vorganges. Immer wieder wichtige Puzzleteile finden wir in Sterberegistern, die wir in den Archiven teilweise finden, weil sie aus den Standesämtern übergeben wurden oder eben direkt noch bei den Standesämtern. Von großer Wichtigkeit, da sich dort wertvolle Informationen zu den gefundenen Personen finden lassen, sind für uns auch die Aktensammlungen der ZERF und der ZEST. Damit haben wir nominell keine Archive, aber die bewahrten Aktensammlungen der ehemaligen Behörden, die uns auch sehr weiterhelfen können. Die Unterlagen der ZEST, der Zentralen Erfassungsstelle Salzgitter, gehören dem Bundesarchiv an und liegen mittlerweile in Koblenz. Hier finden sich angelegte Akten zu Personen, die nach ihrer Flucht als vermisst gemeldet wurden, weil es von ihnen nach längerer Wartezeit meist kein Lebenszeichen gab. Die Akten der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität gehörten einst zur polizeihistorischen Sammlung und sind seit 2016 hier im Berliner Landesarchiv aufbewahrt. Die ZERF war eine polizeiliche Ermittlungseinheit, die zu Beginn der 1990er Jahre gebildet wurde
und zum einen der vereinigungsbedingten Wirtschaftskriminalität nachgehen sollte, aber eben auch die Regierungskriminalität der DDR ahndete. Es wurde explizit das Referat 224 für Ostseefälle gegründet, das zuständig war für die Ermittlungsverfahren der teilweise unterbundenen Fluchtversuchen über die Ostsee oder eben der tödlich verunglückten Fälle, um herauszufinden, ob diese tödlichen Unglücke dann vielleicht doch durch Fremdeinwirkung geschehen sind. In diesem Falle hat die ZERF das dann weitergegeben an die Generalstaatsanwaltschaft II, die dann nicht nur ein Ermittlungsverfahren, sondern eben einen Strafprozess gegen die DDR eingeleitet hat. Gut. Eine weitere wichtige Stelle für Hinweise sind für uns die Obduktionsgutachten der Wasserleichen. Hier finden wir, so schrecklich das klingen mag, auch sehr wichtige Puzzleteile für unsere Rekonstruktion. Und dazu haben wir auch gerade aktuell einen neuen Vorgang, dass wir bei den alten gerichtsmedizinischen Instituten, wo wir wissen, dass dort die Akten hinterlegt sind aus den Jahren 1949 bis 1990, Einsichtnahme anfragen. Und wenn alles klappen möchte, dann bin ich dieses Jahr hoffentlich noch in Rostock und darf dort die gerichtsmedizinischen Keller durchschauen. Die Akten der Staatsanwaltschaften sind für uns interessant, weil jeder Wasserleichenfund, der nicht offensichtlich ein Badeunfall war, erst einmal als Kriminalfall behandelt wurde und somit durch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet wurden. Auch hier finden sich für uns immer wieder wichtige Puzzleteile, weil wir viele Informationen auch zu Personen und deren Angehörigen oder eben zu deren Hintergründen dort finden können. Die Standesämter, vorhin auch schon kurz angesprochen, sind in vieler Hinsicht für uns wichtig. Zum einen erhalten wir durch die Geburtsregistereinträge die validen Daten zu den Personen, zu denen wir forschen. Dazu gehören die Geburtsdaten, die korrekte Namensschreibweise, aber auch Hinweise auf die Herkunft. Zum anderen sind aber auch die Standesämter der Küstenbezirke für uns auch wegen ihrer Sterbebücher wichtig. Geborgene Wasserleichen werden an dem Ort ins Sterbebuch eingetragen, an dem sie an Land gekommen sind, nicht dort, wo sie zuletzt gewohnt haben oder gemeldet wurden. So, und für mich die wichtigste Quelle, aber leider aufgrund des doch schwierigen Themas und langen Untersuchungszeitraums, der sich über 60 Jahre in die Vergangenheit zieht, sind die Zeitzeugengespräche und Interviews. Bei Gesprächen mit Angehörigen und Zugehörigen lerne ich am allermeisten über die Personen, über die ich eine kleine Biografie schreiben möchte. Und nur durch diese habe ich die Möglichkeit, mehr über das Wesen und die Seele des Verstorbenen zu erfahren. Leider gelingt das nicht immer so, wie es wünschenswert wäre. Zum einen, weil wir niemanden finden, aber auch, weil die Hinterbliebenen sich manchmal gegen eine Arbeit mit uns entscheiden. Das ist für uns schade, aber hinsichtlich der Gefahr einer Retraumatisierung, ob des Wiederauflebenlassens der Verlusterfahrung, respektieren wir diesen Willen. Wie schon angesprochen, ist unser Ziel, ein biografisches Andenken zu verfassen, und die ersten Biografien sind nun auch schon öffentlich zugänglich auf unserer Website. Unter www.eiserner-vorhang.de kommen Sie auf eine Website mit diesem Eingangsportal, wo ich Ihnen das kurz mal vorstellen möchte. Dort finden sich schon sehr, sehr viele Biografien, weil die Vorgängerprojekte, das, was Sie schon in Printexemplaren veröffentlicht haben, das alles schon digital hochladen konnten. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir sind gut dabei. So. Und hier direkt bei der Eingangsseite im mittleren Feld kann man zum Beispiel eine gezielte Suche nach Namen oder auch Begriffen tätigen. Das sehen wir eben hier. Da könnten Sie, wenn Sie zum Beispiel von jemandem wissen, der bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen ist, einfach den Namen eintragen. Und im Idealfall ist dort schon ein Eintrag hinterlegt, wo man dann eben einen entsprechenden kleinen biografischen Text lesen kann. Wenn nicht, kann man dementsprechend dann aber auch das zuständige Projekt darauf aufmerksam machen und sagen: Entschuldigung, aber ich weiß von. Bitte könnten Sie bitte diese Person noch mit aufnehmen. Wir sind da wirklich sehr dankbar für, weil wir tatsächlich auf diese Hinweise tatsächlich auch manchmal angewiesen sind, ob der schwierigen Aktenlage. Wenn Sie eine explorative Suche machen möchten, dann haben wir hier unten die Fallgruppen oder Personengruppen und die einzelnen Teilprojekte hinterlegt. Also hier bei den Fallgruppen haben wir Zwangsaussiedlung, Fluchtversuche, Kontrollen. Personen, die bei Festnahmen umgekommen sind oder Personen, die auch ohne Fluchtabsichten umgekommen sind, sowie weitere Todes- oder Verdachtsfälle, bei denen wir uns nicht sicher sind, ob es überhaupt im Zuge eines Fluchtgeschehens passiert ist. Dann gibt es die unterschiedlichen Personengruppen nach Status, nenne ich es mal kurz. Also es gibt einmal die Zivilisten, die ganz normalen Bürger der DDR oder der Bundesrepublik Deutschland, die bei
irgendwelchen Grenzregime-Momenten ums Leben gekommen sind. Es gibt allerdings auch das Grenzpersonal seitens DDR wie auch der Bundesrepublik, aber auch eben Polizei oder Militär. Und die Teilprojekte, die an dieser Seite mitwirken, sind einmal die Teilprojekte für die Todesopfer der innerdeutschen Grenze. Das ist das Vorgängerprojekt des Forschungsverbunds SED-Staat, die jetzt das Teilprojekt mit den Verbündeten, also mit den Fluchten über die verbündeten Ostblockstaaten machen. Und ganz unten finden wir das Teilprojekt Ostsee, an dem ich mitwirke. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf dieses kleine Wort Ostsee, das so unscheinbar ist, manchmal klickt, dann kommt man auf sämtliche unserer bisher hinterlegten Ergebnisse. Wir haben natürlich wesentlich mehr, aber das ist das, was wir schon der Öffentlichkeit präsentieren können. Im Moment sind wir bei 16 Fällen, Biografien, die wir zur Verfügung stellen. Aktuell haben wir sehr viele auch schon in der Korrekturphase und demnächst werden diese auch eingepflegt. Am Beispiel der Studentin Lilly Kruner, die wir ganz oben gleich finden, werde ich nun weiter vorgehen und Ihnen zeigen, wie solch ein biografischer Eintrag aussieht. Lilly Kruner, Sie erinnern sich, ist aus dem Buch, das Anita Kretzner-Ebert geschrieben hat. Da konnten wir wirklich schon auf sehr viel Vorarbeiten zurückgreifen. Deswegen war Lilly Kruner, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, die erste Biografie, die wir fertig hatten. Ganz oben befindet sich nach dem Namen ein Teaser mit Geburtsdatum, Sterbedatum und dem Ort des Vorfalls. Zudem ein Foto, sofern wir eines erhalten können. Darunter steht in wenigen Sätzen eine kurze Zusammenfassung der Biografie. Auf der Karte sind dann Geburtsort, der letzte Wohnort und der Fundort des Leichnams eingezeichnet. In der Kolumne rechts befinden sich sogenannte Steckbriefangaben und hier sind dann recht kurz die Kerninformationen beschrieben. Wenn man weiter runterscrollt, es tut mir leid, ich konnte das wirklich nur in Screenshots machen, wenn man dann quasi weiter runterscrollt, dann kommt man auf das zweite Bild, das Sie hier sehen. Da findet sich dann ein länger ausformulierter Text, das ist dann der biografische Eintrag, der inhaltlich mehr auf die Person selber als auf diese trockenen Angaben rechts konzentriert ist. Je nach Möglichkeit versuchen wir dann auch noch mehr Bilder zu den Personen zu zeigen, damit man einen besseren Eindruck von diesen Menschen bekommen kann. Und hier beim Beispiel Lilly Kruner haben wir eben Glück gehabt und haben tatsächlich wesentlich mehr Material. Am Ende des Eintrags findet sich dann das Kürzel der Autorin oder des Autoren sowie die Kürzel derjenigen Personen, die an der Recherche zu diesem Fall mitgewirkt haben. Abgeschlossen wird das dann mit der Angabe aller Quellen, die für diesen Eintrag berücksichtigt wurden. Und genau, wie gesagt, bei Lilly Kruner hatten wir Glück, dass auch Frau Kretzner-Ebert sehr, sehr kooperativ war und uns sämtliche Originaldokumente zur Verfügung gestellt hat und wir nicht einfach nur aus ihrem Buch herausschreiben mussten, sondern die Möglichkeit hatten, wirklich selber nochmal zu gucken, welche Informationen können wir auch aus den Akten herausziehen. Es ist immer sehr schwierig, irgendwie über zu viele Zwischenschritte zu gehen. Das hat dann es gibt dieses Kinderspiel, stille Posteffekt. Genau, ne? Lieber ad fontes gehen und direkt in die Akten schauen, als dass man sich immer nur auf Bücher, die andere Leute geschrieben haben, beruft. Genau, so viel zu den grundlegenden Vorstellung unseres Projektes und den schon zugänglichen Teilergebnissen. Wenn wir jetzt auf den Fahrplan schauen, dann kommen wir zum zweiten inhaltlichen Block meines Vortrags, der sich explizit mit unserem Greifswalder Teilprojekt zu den Todesfällen bei Fluchtversuchen über die Ostsee befasst. Begleiten wird uns nun dieser Kartenausschnitt der Ostsee, der immer wieder mit unterschiedlichen optischen Informationen befüllt sein wird. Und beginnen möchte ich ganz kurz mit dem DDR-spezifischen Grenzregime an der Küste, auch Staatsgrenze Nord genannt. Leicht orange hinterlegt sehen Sie das Staatsgebiet der DDR inklusive des Küstenmeers markiert. Ja, die richtige Seite. Und als weiteres Gerüst sind Seezeichen mit angegeben, die uns genauso wie den Seeleuten ein wenig Orientierung geben sollen auf der Karte. Von links nach rechts bzw. West nach Ost hätten wir einmal Dames Höft, den Leuchtturm der schleswig-holsteinischen Küstenstadt Dahme, dessen Licht bei guter Sicht auch von westlichen Küstenorten der ehemaligen DDR zu sehen war. Dieser trägt auch den für mich überzeugenden Kosenamen Licht der Freiheit, weil er bei Fluchtbewegungen im Bereich der Lübecker und Mecklenburger Bucht als wichtiges Orientierungselement genutzt wurde. Und in Boltenhagen, also in der Nähe, beziehungsweise am Klützer Winkel heißt dieser kleine Vorsprung,
Hier, ja, hier hätten wir ungefähr Boltenhagen. Da steht auch ein Gedenkstein direkt an der Seebrücke, weil man von dort aus bei entsprechender Sicht wirklich direkt das Licht des Leuchtturms Dahmeshöft sehen kann. Weiter östlich haben wir an der Südspitze, ach nee, Moment, wir sind zu weit. Weiter östlich haben wir an der Südspitze der dänischen Insel Falster dann den Leuchtturm Geser und ihm vorgelagert das Feuerschiff Geser. Das haben wir hier, Fyrskip Geser Ref. Das bis in die 1970er Jahre unter dänischer Flagge vor der Kadettrinne lag, einem schwierig schiffbaren Gebiet inmitten der Ostsee. Und auch dieses Feuerschiff hatte eine wichtige Bedeutung für die Fluchtbewegung, aber dazu komme ich später. Etwas weiter nordöstlich haben wir dann Mønsfyr, den Leuchtturm der dänischen Insel Møn, die man von Hiddensee bei entsprechenden Wetterverhältnissen gut erkennen kann. Und ganz weit im Norden, ziemlich mittig der Karte, einfach zur besseren Verortung, das schwedische Ystad. Und östlich ist dann das dänische Bornholm mit dem Leuchtturm Rönne zu sehen. Mit der Schließung der Grenzen und dem Bau der Mauer 1961 wurde der Weg in die Bundesrepublik über Land immer schwieriger und einige Fluchtwillige wählten eine Route über die Ostsee. Doch auch hier herrschte eine scharfe Überwachung der sogenannten Staatsgrenze Nord vor. Es gab die Beobachtungstürme, von denen das Wasser und auch das Binnenland im Blick behalten wurde. Die Volksmarine und auch die Grenzbrigade Küste kontrollierten vor allem seeseitig mit ihren Schiffen das Küstenseegebiet. Das Ministerium des Innern leistete mit der Volkspolizei, der Hafenpolizei und der Transportpolizei, die alle Kontrollen vornahmen, auch einen Beitrag. Und zudem gab es noch die freiwilligen Helfer der Grenztruppen, die FHGs. Und das waren Anwohner, die als Zivilpersonen den Grenzschutz unterstützen sollten. Das Ministerium für Staatssicherheit hat natürlich auch seine Rolle bei der Kontrolle der Staatsgrenze gespielt. Einerseits wurde versucht, Fluchtabsichten noch vor der Umsetzung aufzuklären, und zudem waren in dem anderen für den Küstenschutz zuständigen Institutionen auch inoffizielle Mitarbeiter beschäftigt, um zu sicherzustellen, dass diese eben auch ja, ihre Arbeit tätigten. War es geschafft, diese Grenzsicherung zu überwinden, folgte der weitere Weg über das Wasser, der durch die Unwägbarkeiten der Natur sehr risikoreich war und, wie wir noch sehen werden, viele Opfer mit sich trug. Kommen wir also zu den Fluchtbewegungen und einigen Mustern, die wir entdeckt haben. Die gesamte Küste Mecklenburg-Vorpommerns, was damals Mecklenburg genannt wurde, wurde für Ablandungen in Betracht gezogen. Uns bekannte Startpunkte können Sie hier einmal sehen, in Orange hinterlegt. Es gab auch einige wenige Fälle, die erst nach Polen gereist sind, um von dort aus dann die dänische Insel Bornholm zu erreichen. Je nach Lage der Informationen konnten wir auch die Zielorte dann mit ausmachen. Die finden Sie als grüne Punkte und auch für die Flucht genutzten Hilfsmittel. Die Gebietseinteilungen, die wir dabei ausmachen konnten, sehen wir dann jetzt hier auf der nächsten Karte, den ersten. Lila hinterlegt sind diejenigen Routen, die östlich der Insel Rügen begonnen. Unschwer zu erkennen ist das Ziel, die dänische Insel Bornholm. Da die Strecke dorthin sehr lang ist und man aufgrund der Erdkrümmung die Insel auch bei Gutwetterbedingungen überhaupt nicht sehen kann, war eine Flucht dorthin eher bei in der Nautik erfahrenen Personen wahrscheinlich. Geglückte Fluchten dorthin geschahen mit Segelboot oder motorisiertem Schlauchboot. Zu Beginn der 1960er Jahre gibt es noch einige, die versuchen, mit leichten Mitteln wie Luftmatratze oder nur durch Schwimmen Seefahrtsschiffe zu erreichen, die nicht unter der Flagge der DDR oder anderer Warschauer Paktstaaten standen. Von diesem Vorhaben ist mir nur eines bekannt, welches geglückt ist. Von der Nordspitze Rügens bis nach Graal-Müritz haben wir blau hinterlegt die vorpommersche Boddenküste, ein Ballungsgebiet, in dem die dänischen Inseln Falster und Möhnen angestrebte Zielorte waren. Wer schon mal auf Hiddensee war, der weiß, dass man von Kloster aus oder eben vom Dornbusch aus eigentlich sehr, sehr gut die Steilküste von Möhnen sehen kann, sobald das Wetter entsprechend ist. Die kürzeste Distanz beträgt hier knapp 50 Kilometer, ohne Hilfsmittel kaum erreichbar. Und hier wurden aber auch leichtere Gefährte genutzt, wie Faltboote oder auch Surfbretter. Von Kühlungsborn nach Graal-Müritz haben wir hier den roten Bereich, der sich nach Norden hin erstreckt. Primäres Ziel von hier aus ist die Südspitze der Insel Falster, der Hafen von Geser. Hier kommt übrigens auch wieder das Geser Feuerschiff ins Spiel. Bis 1972 gab es auf halber Strecke zwischen Geser und Warnemünde noch das Feuerschiff Geser, das bei der Kadettrinne lag und aufgrund der dort schwierigen Gewässerbedingungen den schiffbaren Bereich kennzeichnen sollte. Für viele war es aber auch der Rettungsort, denn die dänischen Seeleute halfen den Flüchtlingen aus dem Wasser auf ihr Schiff und sorgten per kodiertem Funkspruch dafür,
dass die schnellmöglichst nach Gese ans dänische Festland gebracht werden konnten. Der Spruch lautete, Vi har brug for vand, und das ist dänisch und bedeutet so viel wie, wir brauchen Trinkwasser. Und dadurch wussten die Kollegen am Festland, wir müssen so schnell wie möglich zum Feuerschiff kommen und Menschen abholen, damit wir diese dann am Festland wieder weiter versorgen können, weil die zumeist sehr, sehr entkräftet waren. Zu Beginn der 60er Jahre gelang es zudem noch einigen Menschen mit der Fährverbindung Rostock-Gese in Dänemark anzukommen und von dort dann nach Westdeutschland zu gelangen. Doch verstärkte Kontrollen und Bewachungsmaßnahmen sorgten dafür, dass die Variante als blinder Passagier auf einer Fähre zu entkommen, die im Gegensatz zu vielen anderen doch eigentlich recht sicher und komfortabel schien, nicht mehr bestritten wurde. Die weiteren versuchten ihr Glück mit Falt- oder Schlauchbooten oder anderen selbstentwickelten Hilfsmitteln. Spektakulär für dieses Gebiet ist der Fall des Bernd Böttger, vielleicht haben Sie von dem schon einmal gehört. Der junge Mann aus Sachsen wurde aufgrund seiner kontroversen Einstellung zum Staat 1961 von der Ingenieursschule Magdeburg zwangsexmatrikuliert. In den folgenden Jahren entwickelt der verhinderte Techniker eine motorisierte Schwimmhilfe, die uns heute als Aquascooter bekannt ist, und möchte im Sommer 1967 seine Flucht von Beutenhagen starten. Jedoch wird er beim nächtlichen Auskundschaften am Strand schon festgenommen. Zu seinem Glück war er für die Erkundung der Bedingungen gänzlich ohne Ausrüstung unterwegs. Und dennoch wird diese dann als Beweismittel für die Vorbereitung zum illegalen Verlassen der DDR beschlagnahmt. Böttger wird mit einer Haftstrafe von 8 Monaten sanktioniert, deren erzieherisches Ziel im Sinne der Staatsideologie nicht erreicht wurde. Nach seiner Freilassung im März 1968 begann er unmittelbar mit dem Bau eines neuen Aquascooters und ein halbes Jahr später gelingt es ihm im September 1968 von Graal-Müritz aus das Feuerschiff Gese Reff zu erreichen und somit das Leben der DDR hinter sich zu lassen. Dem Gebiet der Lübecker Bucht war zu eigen, dass man an einigen Stellen bei guter Sicht oft auch die Küste Westdeutschlands sehen konnte. Das mag einer der Gründe sein, warum gerade in diesem Gebiet viele Menschen sich zutrauten, schwimmend die DDR zu verlassen. Ein berühmtes Beispiel für einen geglückten Ausgang dieses Weges bietet uns der Arzt Peter Döbler, der 1971 mit 31 Jahren von Kühlungsborn bis kurz vor Fehmarn schwamm. Hier haben wir ein Bild von ihm damals. Diese Strecke sind fast 50 Kilometer, die er sich hinter sich brachte, ehe er von einem Segelboot kurz vor der Küste aufgenommen wird. Ohne Unterstützung durch pushende Medikamente hätte er diese Strecke trotz aller Sportlichkeit höchstwahrscheinlich nicht stemmen können. Mit seinem Erfolg wurde er sogar Wegbereiter für dieses Vorgehen. 3 Jahre später wählt der Rostocker Erhard Schelter, ausgestattet mit Material, Informationen und Hinweisen von Döbler, die ihm durch seine in Westdeutschland lebende Schwester in die DDR geschmuggelt wurden, auch diesen Weg. Am 20. September 1974 startet er gemeinsam mit einem kürzlich ins Vertrauen gezogenen Bekannten von Beutenhagen mit dem Leuchtturm Dames Höft als Orientierungspunkt gen Westen. Sie erreichen zwar nicht aus eigener Kraft das westdeutsche Ufer, werden aber von einer Fähre aufgenommen und sicher an Land gebracht. Um diesen Teil abzuschließen, noch einmal kurz die Übersichtskarte der Bewegungsräume bei Fluchtversuchen, um noch einmal im Gesamten zu verdeutlichen, dass je nach Startort unterschiedliche Ziele angestrebt waren. Ja. Ich habe Ihnen bis jetzt fast ausschließlich von glücklich verlaufenden Fluchtgeschichten berichtet, doch leider ist nicht jedes Vorhaben ein Abenteuer mit glücklichem Ausgang gewesen, so wie es in den letzten Minuten teilweise schien. Viele Menschen wurden den Gewalten der Ostsee auch zum Opfer und starben. Die Orte der Leichenbergung dieser Personen können Sie auch. Ich hatte noch Zwischenfolie, okay. Hier in Rot sehen. Ich habe hier mal einen etwas größeren Ausschnitt der Ostsee gewählt. Und unser Forschungsprojekt beschäftigt sich mit genau diesen unglücklich verlaufenen Fluchtversuchen. Diese roten Punkte stehen tatsächlich für tödlich verunglückte Fluchtfälle, von denen wir wissen. Ja? Und wenn man genau guckt, dann sieht man definitiv starke Ballungsgebiete auch. Ne? Wir hatten vorhin gesagt, hier vorne wurde eher geschwommen und hier haben wir tatsächlich auch die meisten Todesfälle zu verzeichnen im Bereich der Lübecker Bucht und am Klützerwinkel. Dann verteilt sich das auch stark an die Küste der ehemaligen DDR, weil die Menschen dann leider Gottes immer wieder zurückgeschwemmt wurden. Aber es gibt tatsächlich auch Leichenfunde, die sehr, sehr weit getrieben, beziehungsweise Leichen, die sehr, sehr weit getrieben wurden durch die Ostsee und die Strömungen. Und wir haben hier noch ganz weit hinter Längeland, haben wir zum Beispiel einen Todesfall.
bei dem uns noch nicht klar war oder klar ist bis heute, ob der von einem Schiff abgesprungen ist und dabei ums Leben kam und deswegen so weit getrieben wurde oder tatsächlich in ja, seltsame Verstrudelung geraten ist während seines Fluchtversuchs, dass sein Korpus dann diesen weiten Weg geschafft hat. Genau. Uns ist bewusst, dass wir wahrscheinlich niemals die tatsächliche Anzahl an Todesfällen bei Fluchtversuchen über die Ostsee ermitteln werden können. Doch wir möchten am Ende unserer Forschung wenigstens sagen, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Quellen ausgeschöpft haben. Und deswegen habe ich Ihnen auch vorhin diese intensive Methode gezeigt, beziehungsweise diese vielen, vielen Punkte, an denen wir nach Informationen suchen. Unsere aktuellen Zahlen sehen folgendermaßen aus. Wir haben derzeit 625 ermittelte Ertrinkungstote oder Wasserleichen ermitteln können. Und von denen konnten wir 117 definitiv als tödlich ausgegangene Fluchtversuche verifizieren. Bei 147 sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob es sich tatsächlich um einen Fluchtversuch handelt oder ob es ein Unfall war, der zum Tod dieser Person führte. Allerdings gehen wir ganz, ganz stark davon aus, dass es sich um Fluchtversuche handelt, weil die Indizien oder einige Attribute sehr, sehr stark dafür sprechen. Bitte seien Sie nicht irritiert. Das sind zwei kleine Tortenstückchen. Fluchtfall OL bedeutet tatsächlich, dass es sich um einen Fluchtfall ohne Leichenfund bisher handelt, wo wir aber auch ganz stark davon ausgehen, dass diese Person einfach von der Ostsee behalten werden wollte. Weil wir zu diesen keine weiteren Informationen finden. Die sind verschollen. Wir haben Zeugen, dass die Personen ertrunken sind, wie zum Beispiel im Fall der Familie Sender, wo die Leichen auch nicht gefunden werden konnten, oder im Fall von Ulf Balzer, bei dem auch die gesamte Familie ums Leben kam, nur seine Leiche konnte nicht gefunden werden. Genau. Bei 250 ermittelten Todesfällen konnten wir mit einem Fluchtversuch im Zusammenhang stehendes Geschehen gänzlich ausschließen. Hier handelt es sich um andere tragische Schicksale wie Bade- oder Segelunfälle oder eben leider auch Suizide. Und dann haben wir noch diesen anderen kleinen Bereich, diese 18%, 111 unsichere Verdachtsfälle haben wir. Da geht tatsächlich bei uns die Vermutung in die andere Richtung. Da gehen wir eigentlich davon aus, dass es sich nicht um Fluchtfälle handelt. Aber wir müssen tatsächlich den letzten Beweis finden, dass es sich eben um keinen Fluchtfall handelt. Sprich, wir müssen irgendwie herausfinden, ist es wirklich ein Unfall gewesen, war es ein Selbstmord oder ein Badeunglück. Genau. Betrachten wir die verifizierten Todesfälle und ihre Verteilung auf die Zeit der von Mauerbau bis Mauerfall, können wir einen eindeutigen Peak im Jahr nach der Schließung der Grenzen beobachten. Da gibt es die meisten Todesfälle. Also wir können tatsächlich eben nur die Bewegung nach den Todesfällen bemessen. Allerdings vermute ich, dass diese Bewegungen sehr, sehr ähnlich sind generell mit den Fluchtversuchen über die Ostsee. Also es gibt einen eindeutigen Peak im Jahr nach der Schließung der Grenzen. Und danach schwanken die Zahlen und erreichen eigentlich nur noch in wenigen Fällen mehr als 5 Todesfälle bei Fluchtversuchen pro Jahr. Wir werden immer wieder gefragt, ob es so etwas wie eine Hauptsaison für Fluchten über die Ostsee gab. Und daher haben wir dann mal einen Chart entwickelt, wo wir die Leichenfunde nach den Monaten sortiert haben. Und für alle Fluchtbewegungen und Versuche können wir das, wie gesagt, nicht beurteilen, aber innerhalb unserer Daten unter den verifizierten Fällen lässt sich klar erkennen, dass die meisten Fluchtbewegungen in den späten Sommer- bzw. frühen Herbstmonaten August, September und Oktober vorgenommen wurden. Warum bin ich mir so sicher? Weil die meisten Wasserleichen, die wir haben, tatsächlich eine Liegezeit von ungefähr 2 bis 3 Wochen hatten. Wir haben auch ganz schreckliche Wasserleichenfunde mit einer Liegezeit von 6 Monaten bis zu über einem Jahr, wo es wirklich sehr, sehr schwierig war, scheinbar laut der Obduktionsprotokolle, diese Person überhaupt noch zu identifizieren. Aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass der Fund verhältnismäßig kurz nach dem Fluchtversuch passiert sein muss.
In der Badehochsaison war die Bewachung an den Stränden und auch im Hinterland wesentlich stärker ausgeprägt und daher kann es sein, dass es dazu wesentlich mehr Festnahmen kam. Aber auch hierfür haben wir leider keine Daten. Das ist eine reine Vermutung. Was die Häufung zu diesen späten Monaten allerdings plausibel macht, ist einerseits die Begebenheit, dass das Meer über die Sommermonate aufheizen konnte und die schweren Herbststürme, die eine Flucht noch komplizierter machen, zumeist noch nicht eingetreten waren. Von den verifizierten Fällen können wir bei 110 mittlerweile die genauen Altersangaben machen. Und dementsprechend habe ich einmal ein Säulendiagramm erstellt, in dem die Häufung unterschiedlicher Altersgruppen visualisiert wird. Und was sich hier sehr gut beobachten lässt, ist, dass es sich hauptsächlich um Jugendliche und junge Erwachsene handelt, die beim Versuch, ihr Leben selbstbestimmt fortzuführen, um genau eben dieses Leider kam. Und das ist ein bisschen tief, ne? Hier unten habe ich das unterteilt. Also hier haben wir einmal einen ganz kleinen Block für 0- bis 15-Jährige. Das sind meistens die Kinder, die dann von fliehenden Familien mitgenommen wurden. Und dann haben wir aber eben die Jugendlichen, die gerade im Endeffekt ihr Leben beginnen wollten und ihre sich selbst entwickelten Zukunftspläne dann irgendwie umsetzen wollten. Und die Altersklasse 16 bis 20 liegt bei weit über 40 Fällen bei den Todesfällen und die nächste Altersklasse von 21 bis 30 Jahren bei weit über 50 Todesfällen leider. Und dann fällt das auch ganz schnell wieder ab. Also ab 31, ab 30 haben wir wesentlich weniger Todesfälle zu verzeichnen bei den Fluchtversuchen über die Ostsee. Und genau, und auch bei den 41 bis 50-Jährigen haben wir sehr wenig Fälle und danach eigentlich gar keinen mehr. Also nicht nur eigentlich. Über 50 haben wir keinen Todesfall bei Fluchtversuchen bisher ausmachen können. Bei der Frage, aus welcher Region die Personen stammten, haben wir die für uns selber recht überraschende Beobachtung gemacht, dass die Hälfte der Todesopfer seinen letzten Wohnsitz im heutigen Mecklenburg-Vorpommern hatte, also den gewählten Fluchtweg quasi vor der Haustür. Fast ein Viertel stammte aus Sachsen, 10% kamen aus dem benachbarten Thüringen und bei den anderen ehemaligen, also beziehungsweise heute Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg, sind das wesentlich weniger Personen, die den Weg über die Ostsee gewählt haben. Allerdings muss man hier auch berücksichtigen, das ist der letzte Wohnort der Person. Das heißt, dass bei einigen handelt es sich tatsächlich auch um Personen, die aus Sachsen oder aus Berlin kamen und aus beruflichen Gründen entweder als saisonale Hilfskraft im Sommer am Strand oder eben auch als Mitglied der NVA in Mecklenburg-Vorpommern dann ihren Wohnsitz hatten. So viel zu den Zahlen und Hintergründen. Kommen wir zum letzten Punkt meines Vortrags. Ich möchte Ihnen nun einen Menschen vorstellen, der es leider nicht schaffte, lebendigen Leibes nach Westdeutschland zu gelangen. Sein Name war Hartwig Konstantin. Und hier haben wir ein Bild von Hartwig Konstantin. Das Foto habe ich freundlicherweise von seiner Tochter bekommen. Und beginnen möchte ich mit der westdeutschen Perspektive seines Schicksals am Ende, dem Fund seiner Leiche. Die meisten Informationen ziehen wir hier aus einer formlosen Sterbefallanzeige der Kriminalaußenstelle Oldenburg in Holstein, die dem Standesamt Fehmarn am 15. Oktober 1983 die Daten für das örtliche Sterberegister übermittelt. Hier heißt es: Am 12. November 1983 gegen 12 Uhr entdeckten Spaziergänger am Strand von Meschendorf im Uferbereich der Ostsee, ca. 30 Meter östlich des Campingplatzes Europa, eine männliche Leiche, die mit einem Taucheranzug bekleidet war. In einem Proviantbeutel aus Leder, der um den Körper geschnallt war, befanden sich unter anderem diverse Personalpapiere, die sämtlich auf Hartwig Konstantin lauten. Das Lichtbild in den Ausweispapieren stellte die angetriebene leblose Person dar. In diesem Schreiben finden sich weiterhin die Informationen, dass das Obduktionsgutachten noch aussteht, aber aufgrund bisher nicht zu ermittelnder Angehöriger die Beerdigung durch das Standesamt Fehmarn zu veranlassen wäre. Hartwig Konstantin starb im Herbst 1983 bei dem Versuch, die DDR schwimmend von Boltenhagen, hier in Orange gekennzeichnet, der Großgrütze, zu verlassen. Rot markiert ist sein Fundort, also ist der Fundort auf Fehmarn, wo man seine Leiche dann entdeckt hat.
Zudem eingezeichnet sind die beiden Leuchtfeuer Groß Glützhöft am Glützer Winkel und nördlich gegenüber dann auf der anderen Seite der Lübecker Bucht der Leuchtturm von Dahme Dameshöft, dem Licht der Freiheit. Hartwig Constantin wurde am 16. Mai 1940 in Marbach bei Erfurt geboren und entstammte einer im 19. Jahrhundert nach Deutschland zugewanderten griechischen Unternehmerfamilie, die sich im Tabakgewerbe etablieren konnte und einen Firmensitz in Dresden hatte. Hartwig Constantins Eltern hatten sich diesem Geschäft jedoch abgewandt und sind nach Marbach in Thüringen gezogen. Hier wuchs Hartwig Constantin als mittleres Kind auf. Er hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Hartwig Constantin machte Abitur und studierte Maschinenbau. Er verliebte sich und wurde 1961 Vater eines Sohnes. Dieser wuchs die ersten Jahre bei seiner Großtante auf, da Hartwig Constantin sich zu dieser Zeit noch im Studium befand und er mit der ebenfalls arbeitstätigen Mutter des gemeinsamen Kindes auch keine gemeinsame Wohnung hatte. Doch die Familie sollte nach dem Studium irgendwann zusammenfinden und sie zogen nach Berlin-Treptow. Hartwig Constantin bekam in der Stadt eine Stelle beim Institut für Regelungstechnik in der Storkower Straße in Friedrichshain und wirkte an der Entwicklung von Computern mit. Er war dort Abteilungsleiter und ein geschätzter Mitarbeiter. Man versuchte immer wieder, ihn zu einer Mitgliedschaft bei der SED zu bewegen, doch er wehrte sich dagegen. Seine Frau hatte eine Arbeit bei den Elektroapparatewerken in Berlin-Treptow. Auch sie war in leitender Tätigkeit angestellt und wurde immer wieder zu einem Parteieintritt aufgefordert, dem auch sie nie nachkam. 1967 bekamen die beiden ihr zweites Kind, eine Tochter. Nunmehr zu viert hatten sie ein für diese Zeit typisches Familienleben, mit dem Unterschied, dass die Eltern, obschon sich vor allem aufgrund der beruflichen Stellungen die Vermutung hierzu nahe liegen ließe, alles andere als staatstreu waren. Constantin war sogar so sehr Gegner der politischen Linie der DDR, dass er den Kindern verbot, Sender des Staatsfernsehens zu schauen. Gleichwohl hatten sie ein gutes Leben. Sie hatten viele Freunde und feierten immer wieder Partys. Sie bekamen auch oft Besuch von einem befreundeten Paar aus West-Berlin. Die Fröhlichkeit und Menschenliebe, die er nach außen verkörperte, war innerfamiliär wohl nicht immer gegeben. Es kam immer wieder zu Konflikten, die nicht überwunden werden konnten. Als der Sohn schon aus dem Haus und die Tochter fast erwachsen war, ließ seine Frau sich im Mai 1983 von ihm scheiden und fand bald einen neuen Partner, was für ihn nur schwer zu ertragen war. Aufgrund der Wohnungsknappheit mussten die geschiedenen Leute dennoch in der gleichen Wohnung bleiben und ihm wurde Tag für Tag sein schmerzlicher Verlust vor Augen geführt. Er wollte nach Westdeutschland und das alte Leben hinter sich lassen. Aufgrund seiner Stellung konnte er allerdings keinen Ausreiseantrag stellen, da er offiziell als Geheimnisträger galt und man ihn nie hätte gehen lassen. Also blieb nur ein illegales Verlassen des Landes als Möglichkeit. Er ging regelmäßig zur Schwimmhalle und trainierte dort bis zur Erschöpfung für seine geplante Flucht über die Ostsee. Im Herbst besuchte er auch noch einmal seine Familie in Erfurt. Niemand ahnte etwas von seinem Plan. Was das intensive Training betraf, dachten alle, er würde damit seinen durch die Trennung verursachten Kummer kompensieren. Er ließ sich von den Freunden aus West-Berlin einen Neoprenanzug besorgen, der von diesen nach Ost-Berlin geschmuggelt werden konnte. Vermutlich begann seine Flucht am letzten Wochenende im Oktober 1983. Als Constantin am Montag, den 31. Oktober, nicht zur Arbeit erschien, wurde seine Ex-Frau benachrichtigt. Vor Sorge, er könne sich etwas antun, meldete diese ihn noch am selben Tag bei der Polizei als vermisst. Am 12. November 1983 entdeckte ein Spaziergänger mittags am Strand von Meschendorf auf Fehmarn seine Leiche. Am 16. November wurde sein Wagen auf einem Parkplatz in Boltenhagen gefunden. Von hier scheint er abgelandet zu sein, um an die westdeutsche Küste zu schwimmen. Hartwig Constantin wurde auf dem Friedhof Bannersdorf Fehmarn beigesetzt. Meine Damen und Herren, wir sind nun am Ende der Präsentation angelangt. Üblicherweise folgt nun eine Folie, für die Aufmerksamkeit gedankt wird und die Quellenangaben zum Schluss. Diesmal möchte ich das ein wenig andersrum machen. Ich möchte Ihnen ganz kurz meine Quellen zeigen, die ich für diesen Vortrag verwendet habe. Und zum Schluss möchte ich Ihnen einfach als abschließenden Eindruck nochmal die Fundorte der Personen zeigen, die bei einem Fluchtversuch über die Ostsee ums Leben gekommen sind.
damit wir wirklich den Eindruck gewinnen können, wie viele Einzelschicksale ähnlich dem von Hartwig Konstantin ihr tragisches Ende in der Ostsee fanden. Vielen Dank. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.